In diesem Check Universal Gaming Headsets. Egal ob Computer oder Spielekonsole, eines für alle. Das ist das Motto der Multiplattform-Headsets U320 von Sennheiser und Triton AX180 von Madcats. Das Sennheiser-Headset eignet sich für PlayStation 3, Xbox, PC und Mac. Schon der erste Eindruck ist positiv. Das U320 sieht schick aus, ist robust und hochwertig verarbeitet. Alle nötigen Kabel und Anschlussstecker sind natürlich schon mit dabei. Die Kontrolleinheit bietet 4 Funktionen. Gaming Sound und Voice Chat können unabhängig voneinander angepasst werden. Außerdem kann man Bass Boost und Sidetone ein- und ausschalten. Besonders praktisch ist die automatische Stummschaltung des Mikrofons. Klappt man den Mikrofonarm nach oben, ist das Mikro aus. Bewegliche Ohrmuscheln und die dicke Textilpolsterung sorgen für Bequemlichkeit, auch bei stundenlangen Spielesessions. Seine wahre Stärke zeigt das U320 aber im Betrieb. Der verstärkte Stereo-Sound erhöht das Spielvergnügen enorm. Kräftige Bässe und klare Höhen bei der Wiedergabe des Spielsounds erfreuen ebenso wie die klare Sprachübertragung. Der gute und natürliche Klang hat allerdings seinen Preis. Für das U320 sind im Online-Versand mindestens 100 Euro fällig. Das Triton-Headset AX180 des Gaming-Spezialisten Madcats kann an der PlayStation 3, der Xbox 360, an der Wii und am PC oder Mac betrieben werden. Auch das AX180 ist gut verarbeitet und kommt mit allen notwendigen Kabeln und Anschlussstecken. Mit dem Inline-Controller kann man die Lautstärke von Spielsound und Sprachchat getrennt regulieren und das Mikro ein- und ausschalten. Und man kann sowohl die Kontrolleinheit als auch das voll flexible Mikrofon abnehmen und mit dem Triton somit auch unterwegs mit MP3-Player oder Smartphone-Musik hören. Dafür ist allerdings noch ein Adapter nötig, der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Das Headset ist gut gepolstert, sitzt stabil und auch bei langer Tragedauer sehr bequem. Die ohrumschließenden Muscheln lassen sich um 90 Grad umklappen. Sehr praktisch, wenn man das Headset kurz absetzen möchte, ohne es beiseite zu legen. Im Betrieb überzeugt auch das AX180 mit einer ordentlichen Tonqualität. Eine Bass-Boost-Funktion gibt es zwar nicht, trotzdem liefert auch dieses Headset einen satten Spielsound und klare Sprachübertragung. Das Triton AX180 ist online ab ca. 65 Euro erhältlich. Unser Fazit: Mit beiden Headsets seid ihr für alle Einsätze gut gerüstet. Die Erwartungen an das Headset von Sennheiser, die waren ziemlich hoch, denn schließlich versorgt das Traditionsunternehmen Sennheiser schon seit Jahrzehnten Profis und Privatkunden mit Audioprodukten. Und diese Erwartungen, die hat das U320 definitiv erfüllt, besonders was die super Soundqualität betrifft. Das AX180, das konnte in puncto Soundqualität zwar nicht ganz mit dem U320 mithalten, aber es liefert durchaus einen ordentlichen Ton und es ist dafür flexibler einsetzbar. Wenn ihr dieses Headset plus den MP3-Adapter habt, dann braucht ihr letzten Endes überhaupt keine anderen Kopfhörer mehr. Das heißt, mit dem Triton-Headset habt ihr gleich doppelt gespart. Es ist ungefähr ein Drittel günstiger als das U320. Naja, und für die Differenz, dafür könnte man sich dann schon wieder ein neues Spiel kaufen.